Ja Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich euch mein nächstes Q&A an die Hand geben, denn ihr habt mir in der Zwischenzeit wieder viele, viele Fragen gestellt. Und ich hätte das natürlich auch wieder irgendwo zu Hause im Studio aufnehmen können, aber ich musste diesmal leider ein bisschen länger warten, bis ich mal wieder eine schöne Kulisse gefunden habe. Das hier hinter mir ist Panama-Stadt. Panama City, genau, in Mittelamerika. Ja, ich mache gerade eine Panama-Reise. Genau, leider lag jetzt ja nun in der letzten Zeit noch da so eine komische Pandemie dazwischen. Das ist auch der Grund, warum es hier auf meinem Kanal in der letzten Zeit ein bisschen ruhiger zuging. An der Stelle gleich das vorweg gesagt. Und ich habe ja versucht, oder ich versuche noch, ich habe noch Vorrat bis, glaube ich, Anfang 2025 mit ein paar Füller-Videos, mit Randthemen, um den Kanal wenigstens so ein bisschen am Laufen zu halten. Aber ich hoffe, dass ich euch auch in der nächsten Zeit noch Reisedokumentarfilme präsentieren kann. Nun gut, ich würde sagen, wir fangen mal mit meiner ersten Frage für dieses Q&A an. Und im Übrigen muss ich noch dazu sagen, eigentlich wollte ich das, dieses Q&A hier am Atomium in Brüssel in Belgien aufnehmen. Leider gab es da aber extreme Audio- und Tonprobleme die ganze Aufnahme war absolut unbrauchbar. Und deswegen musste ich erst ganz weit wegfliegen, um ein neues Q&A zu machen. Genug der Vorrede, wir kommen zur ersten Frage. Welche Länder willst du auf jeden Fall noch bereisen und welche Länder würdest du nicht bereisen und warum? Das ist eine interessante Frage und zugleich auch sehr komplexe Frage, denn als ich damals angefangen hatte mit meiner Fernreisetätigkeit, standen natürlich erstmal die USA im Fokus. Und ich möchte fast sogar sagen, die USA sind so einfach zu bereisen, deswegen ist es auch gar nicht schlecht, wenn man mit den USA anfängt. Ich war also in der Folge ein paar Mal in den USA gewesen und habe dann aber irgendwann mir gesagt, Mensch, nur die USA ist vielleicht auch ein bisschen langweilig. Pausier doch damit erstmal ein bisschen. Ne, man hört schon, ich will da irgendwann mal wieder hin. Und habe mir dann die Frage gestellt, in welchen Ländern kann man denn eigentlich noch das Konzept machen mit Hotels, mit Mietwagen, um von Ort zu fahren? Ja, und dann habe ich mal auf die Karte geguckt und viele Ergebnisse kennt ihr ja nun schon hier auf meinem Kanal. Ich sage nur Chile, Australien und so weiter. Gut, in manchen Ländern habe ich dann auch kein Auto gehabt, wie zum Beispiel Indien. Ja, es gibt auf jeden Fall noch einige Länder, die auf meiner Wunschliste stehen. In Afrika zum Beispiel Tansania, ja, oder Botswana, fände ich auch ganz spannend. Wenn wir nochmal weiter so ein bisschen schauen, im Nahen Osten würde mich der Oman interessieren und natürlich die Vereinigten Arabischen Emirate. In Südamerika würde mich Bolivien nochmal interessieren, vielleicht sogar Paraguay und Uruguay, fände ich auch ganz spannend. Brasilien fände ich ja eigentlich auch noch ganz lustig. Ja. Also, wenn ich auf die Karte gucke, mir fallen auf jeden Fall noch Ziele für ein paar Jahre ein. Einmal möchte ich auch gerne noch auf die Malediven, auch wenn das jetzt nicht so ein klassischer Autotrip wird, weil da würde ich schon mal davon träumen, mich einfach mal in so ein schönes Hotelresort zu ahlen sozusagen, um es mir da wohlergehen zu lassen. Ja, es gibt aber auch viele Länder, die ich nicht sehen werde, weil ich persönlich habe einen Spruch und der heißt, Reisen hat Grenzen. Ja, das heißt also Zentralafrika, ja, oder auch alle Länder, wo das Auswärtige Amt zwischen den Zeilen sagt, Junge, sei vorsichtig, was du machst. Auch hier in Panama-Stadt gibt es Viertel, wo man besser nicht bei Tageslicht und schon gar nicht bei Nacht sich bewegt. Ja. Also ich würde sagen, lasst euch einfach mal überraschen, wie es hier auf meinem Kanal weitergeht. Ich muss aber dazu auch sagen, in den letzten Monaten hat sich mein Leben privat auch ein bisschen geändert, auch die finanzielle Situation. Das heißt, bis mindestens einschließlich 2026 weiß ich gerade nicht, ob ich noch so viel Finanzkraft haben werde, zwei Fernreisen in einem Jahr zu bewältigen. Im Moment liegt der Fokus erstmal auf einer Fernreise, aber gerne verbunden mit zwei Ländern. Das mache ich nämlich hier jetzt gerade, Panama, und danach geht es noch nach Costa Rica weiter. Ja? Also ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen. Ein bisschen geht es hier noch weiter. Ich möchte euch aber auch gleich vorwarnen, ich weiß nicht, ob ich bis zur Rente reisen werde. Also ich habe noch so eine Liste, die möchte ich gerne noch ein bisschen in Angriff nehmen. Aber irgendwann mal, denke ich mal, kommt dann wahrscheinlich auch wieder Europa in den Fokus. So, wir kommen zur nächsten Frage. Was mich mal interessieren würde, wie viele Stunden du täglich mit der Dokumentation der Reise beschäftigt bist, also von der zusätzlichen Logistik, die benötigt wird, alles mitzuschleppen, aufzubauen, einzurichten, abends vermutlich dann auf dem PC oder ähnlich alles zu überspielen, auszusortieren, nachzuvertonen, Grafiken erstellen und so weiter. Ja, also gleich das erstmal vorweg, aussortieren, Grafiken erstellen, also wirklich die Auswertung der Reise mache ich alles zu Hause. Da habe ich für unterwegs auch eigentlich gar keine Zeit dafür, ja. Ansonsten hier vor Ort, naja gut, ich meine, ich habe schon meinen Zeitplan, meine Reiseplanungstabelle. Ich verlinke euch das mal da oben, wie ich das Ganze überhaupt, die Planung für einen Film erstelle. Ich würde mal sagen, so, man muss pro Tag schon ein bisschen Zeit investieren, aber ich kann das ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so wirklich richtig beziffern, wie viel Zeit das eigentlich effektiv benötigt. Es muss halt irgendwie so im Flow passen.
So, dann hat mir jemand einen schönen Kommentar geschrieben zu meiner USA- und Kanada-Reise, dieser 6100-Kilometer-Trip, der im nordwestlichen Teil von USA und im südwestlichen Teil von Kanada sozusagen. Da hat jemand drunter geschrieben, tolle Tour, tolle Doku, die Wahl des PKW verstehe ich allerdings nicht. Mit so einer Karre hätte ich keinen Bock auf so eine Tour gehabt. Da hätte ich mir einen schönen dicken SUV genommen. Du vielleicht, ich aber nicht. Also ich finde eigentlich, große Autos auf einer Reise ist prinzipiell nicht schlecht, aber eigentlich auch nur dann, wenn man es wirklich braucht. Also ich sag mal, Stichwort meine Namibia-Reise, auch die verlinke ich euch mal hier oben. Da habe ich natürlich einen dicken, fetten Mietwagen genommen, also einen dicken, fetten SUV, weil man da einfach irgendwie auch Sand- und Schotterpisten fahren muss. Und ansonsten versuche ich natürlich auch, dass die Reise möglichst preiswert gestaltet wird. Das heißt, ich versuche möglichst immer die günstigste Fahrzeugklasse zu buchen. Ja? Also möglichst immer Economy, das Kleinste, was geht. Ich bin ja auch Alleinreisender. Prinzipiell tut es halt auch so ein Nissan Micra oder irgendwas. Hatte ich ja dann zum Beispiel auch auf Tasmanien gehabt. Hat völlig ausgereicht. So, dann hat mir jemand geschrieben, kann man auch mal erfahren, was sowas kostet? Das ist so eine Sache, ich versuche in meinen Filmen eigentlich Preise immer möglichst rauszuhalten. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich persönlich bin der Meinung, dass Preise einen Film alt machen. Also, wenn ihr wissen wollt, was das kostet, dann müsst ihr leider mal ein bisschen im Internet recherchieren. Oder ganz einfach euch mal meine Reisetipps, dafür gibt es eine eigene Playliste, anschauen. Dort lasse ich Preise ab und zu mal einfließen, was ich zum Beispiel für eine SIM-Karte bezahlt habe oder ja, was zum Beispiel mein Essen kostet oder irgendwie sowas. Das könnt ihr in den Reisetipps-Videos erfahren. Die haben leider nicht so viele Klicks, das tut mir ja immer ein bisschen leid, wobei ich ja der Meinung bin, dass diese Videos besonders wertvoll sind. Aber ich weiß, dass ja meine Zielgruppe immer besonders auf die Reisedokumentarfilme abfährt. Also wie gesagt, in den eigentlichen Reisedokumentarfilmen möglichst keine Preise, und weil meiner Meinung nach macht es das ganz einfach alt. Dann hat mir jemand geschrieben, tolle Doku machst du, in welchem Monat warst du in Japan? Danke für deine tolle Arbeit. Ja, bitte. Ganz einfach, schau doch mal in den Abspann rein. Ich glaube, da habe ich es gleich mit als erstes in den Abspann aufgeschrieben. Ihr müsst generell mal meine Abspände lesen, da stehen ganz interessante Informationen drin. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Gehst du auch mal nach Madagaskar? Gute Frage. Im Moment ist es jetzt nicht auf der Prioritätenliste, um das mal so zu sagen. Lasst euch einfach überraschen, wo es mich die nächsten Jahre noch hin verschlägt. Kommen wir zur nächsten Frage. Du isst ja nicht gerne Neues, oder? Naja, das ist so eine Sache. Also erstmal bin ich natürlich auch so jemand, der sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Denn ich möchte mir ungern auf einer Reise den Magen verderben, weil einen das unter Umständen auch für die Zeitplanung vor Ort sehr stark zurückwerfen kann. Es ist aber auch so, dass ich nicht alles in meinen Videos zeige, was ich esse. Also ihr natürlich als Zuschauer, ich verstehe das vollkommen, ja. Also für euch ist der Film natürlich das, was ihr seht, Gesetz. Aber ihr müsst euch auch die Frage stellen, was zeigt denn der Film eigentlich nicht? Ja, denn sehr häufig habe ich auch einfach gar keine Kamera dabei. Beim Frühstück wird mir zum Beispiel auch immer gesagt oder gelegentlich mal geschrieben, na, du isst ja auch immer nur diese ungesunden Sachen hier, so Zeralien und Brot und so weiter. Ja, das liegt halt einfach daran, dass ich meistens damit gerne anfange und die gesunden Sachen kommen dann hinterher. Also jetzt hier irgendwie so Obst und Gemüse oder hier in den Tropen gibt es ja ganz tolle Tropenfrüchte und so weiter. Dann habe ich mir meistens die Kamera schon weggepackt und dann ist es eigentlich schon zu spät und damit sind die gesunden Sachen nicht im Film drin. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Großes Lob an den Protagonisten und den Kameramann. Naja, in dem Fall ist es ein und derselbe. Wie heißt er? Kann man ihn buchen? Und wie hoch waren die Kosten für diese Argentinien-Reise? Kann man ihn buchen? Ich glaube nicht, weil ich mache die Reisen hier privat und ich mache das auch nur für mich selber. Ich habe auch kein Gewerbe, um das Ganze irgendwie steuerlich abzurechnen. Deswegen, das hier ist alles Hobby und deswegen nehme ich auch leider keine Aufträge an. Das gleich an der Stelle. Und wie er heißt? Stefan. Nickname Termi77. Angenehm. Und freut mich, dass dir mein Argentinien-Film so gefallen hat. So, jetzt blendet die Sonne so ein bisschen hier für die nächste Frage. Ich kann es kaum lesen. Gibt es irgendein Land, eine Region, die dich kalt lässt oder wo du sagst, interessant, aber zu gefährlich? Ja, da gibt es einige, würde ich mal schon sagen. Ne? So zentrales Afrika, da kriegt mich, glaube ich, keiner hin. Oder generell Krisengebiete. Und wenn ihr das sehen wollt, dann seid ihr auf diesem Kanal auch definitiv falsch. Da gibt es einige Leute, die wirklich ihr Leib und Leben riskieren, um zum Beispiel den Südsudan zu bereisen, ja, oder Haiti. Auch sehr heißes Pflaster, ehrlich gesagt.
oder eben auch viele, viele andere Krisengebiete. Das werdet ihr hier nicht sehen. Ich bin eher so derjenige, ich habe es schon so ein bisschen, also ich muss mich schon wirklich so ein bisschen sicher fühlen, ganz auch einfach. Denn, und außerdem, ich reise ja alleine, ich habe ganz viel Zeug dabei und es wäre schade, wenn es irgendwie abhanden kommt oder wenn mir irgendwas zustößt. Ja. Und außerdem soll das ja auch für mich ein bisschen Erholung sein, weil ich mache diese Fernreisen hier in meiner Urlaubszeit. Ich gehe ja einer regulären Tätigkeit nach und deswegen möchte ich mich ja auch einfach so ein bisschen entspannen. So, und dann kommen wir zur letzten Frage. Bringst du dir eigentlich von jeder Reise Souvenirs mit? Dann müsstest du ja schon viele davon haben. Nein, ganz ehrlich gesagt, nicht. Zum einen aus Kostengründen, weil ich brauche das ganz einfach nicht. Zum anderen, ich sage über mich selbst, ich habe auch so ein bisschen minimalistische Züge. Ich versuche zu Hause nicht so viel Zeug anzusammeln. Ich habe auch tatsächlich gerne mal einfach eine weiße Wand und stelle die Wohnung zu Hause nicht so sehr zu. Das, was ich mir im Wesentlichen in den letzten Jahren mitgebracht habe, das waren mal irgendwelche großen Glastassen zum Tee trinken zu Hause aus dem Walmart aus den USA oder vielleicht mal ein T-Shirt. Ich habe da immer noch so ein Chile-T-Shirt, was bis heute immer noch halbwegs tragbar ist, was ich immer noch gerne anziehe. Und eigentlich war es das im Prinzip auch schon. Und ich versuche eigentlich die Kosten für eine Reise insgesamt auch extrem niedrig zu halten. Ja, Leute, das war mein Q&A hier aus Panama-Stadt. Ich hoffe, ich konnte mal wieder für ein paar Fragen Licht ins Dunkel bringen. Ich habe hier auf diesem Smartphone noch ein weiteres Q&A, also Fragen dafür. Die möchte ich aber nicht hier beantworten, sondern es geht hier im Anschluss dann noch weiter in das Nachbarland Costa Rica. Und dort, würde ich sagen, sehen wir uns dann irgendwann mal beim nächsten Q&A. Und ich würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Ne? Denkt dran, Glocke nicht vergessen. Da ist sie, einmal anklicken und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss, Leute!